Hallo Leute, heute gibt es ein zweites Video von mir und zwar geht es darum, wie ein Erstgehege für Feuersalamander ausschauen soll. Erstgehege im Sinne davon, nachdem sie Dirk das La Wasser verlassen haben. Wenn sie das Wasser gerade verlassen haben, brauchen sie jetzt an sich noch nicht so viel Platz, weil sie sich noch sehr viel verstecken, aber sie fressen auch schon. Das heißt, man sollte viel Futter reingeben, damit das Futter auch vorbeikrabbelt bei ihnen, wo sie versteckt sind. Sie verlassen zwar immer wieder ihre Verstecke, allerdings verstecken sie sich noch sehr viel, dadurch, dass ihre Giftzellen im so jungen Alter noch nicht wirklich ausgebildet sind, dass sie sich noch oft häuten müssen, da sie wachsen. Also ja, ich habe jetzt hier so ein, ich glaube, das kennt jeder, so ein Mini-Terrarium in der größten Größe, die es gibt. Und ja, ganz wichtig ist, dass ein Deckel drauf ist. Man darf es nicht offen lassen, denn ja, sie können hier raus. Das ist mir auch vor kurzem schon mal passiert, denn da hatte ich noch keinen Deckel drauf. Das heißt, ich gebe euch den Tipp, macht es so. Warte, jetzt brauche ich nur, jetzt muss ich das nur aufkriegen. So. Und mit einer Hand ist das nicht sehr leicht. So. Ich schaue noch immer auf den Deckel noch drauf, ob da jetzt eh kein Feuersalamander sitzt. Ich weiß wahrscheinlich nicht, aber kann ja auch ein Futtertier drauf sitzen. So, jetzt seht ihr wahrscheinlich schon Moos, Laub und eine Wasserschüssel. Wasserschüssel ist sehr wichtig und ich würde auch Moos empfehlen und Laub auch auf jeden Fall. Und sehr viele Versteckmöglichkeiten. Also dieses Mini-Terrarium hier wurde so gemacht, indem auf dem Boden zuerst ein bisschen eine ganz dünne Schicht Erde aufgetragen wurde. Hier seht ihr es also nur ungefähr so, ja, so ungefähr, nicht mehr. Das ist wirklich eine dünne, es kann auch noch dünner sein. Hier seht ihr es, ist ein bisschen dünner. Ja, und dann kommt auch schon der nächste Schritt. Und zwar nehmt ihr euch ganz schön eine große Moospolster, am besten aus eurem Garten oder so. Und legt die erstmal auf die Erde drauf, so schön, dass der ganze Boden abgedeckt ist. Und dann, wenn alles schon abgedeckt ist, es können auch ein paar erdige Flecken sein. Sehr wichtig ist, dass ihr auch ein paar Moosplatten habt, die vielleicht ein bisschen glatter sind, damit sie da besser laufen können. Ja, dann beginnt ihr damit, indem ihr einfach ein paar Rindenstücke, so gebogene, wo es halt als Versteckmöglichkeiten hinlegt, auch aus dem Garten von einem Baum oder so. Gebt ihr einfach dann drauf auf die Moosplatten und tut sie mit Moos, also gibt Moos drüber, so wie hier. Hier, ich habe hier einfach Moos drüber gegeben, hier auch, damit die Feuchtigkeit gut hält. Das heißt, gebt dann Moos gut drüber. Wenn jetzt Löcher in der Rinde sind, jetzt auf der Seite zum Beispiel, könnt ihr die gerne offen lassen. Dann haben die mehr Ein- und Ausgänge. Dann, wenn ihr das gemacht habt, gebt am besten einfach ein bisschen Laub in die Ecken oder so, einfach drüber und vielleicht ein Rindenstück, wo man nicht runtergehen kann, einfach mal ein bisschen ein paar rumliegen lassen. Und dann gebt ihr eine kleine Wasserschale, so wie hier, also da passt er gerade rein, ist sowieso rein, der ist ja noch sehr klein. Und gibt die dann auch rein. Das ist ganz wichtig, dass die feucht bleiben. Und dann spritzt ihr einfach mit einem Wasserspritzer oder so ein bisschen Feuchtigkeit hinein. Am besten in der Früh und am Abend, Minimum. Ich mache es gerne etwas öfters. Aber passt auf, dass ihr das nicht zu viel macht. Weil beim letzten, also ich habe das jetzt neu gemacht, das Gehege davor, was nicht so toll. Da war nur Erde und da hat sich das alt voll gesoffen. Da war dann eine Hälfte Wasser. Das heißt, passt auf, dass ihr nicht zu viel Wasser reintut und nicht zu wenig. Deswegen ist das Moos da, weil das speichert das Wasser. Das Laub auch, das seht ihr, ist noch feucht von heute Morgen. Und es ist jetzt übrigens, ja, Uhrzeit, es ist jetzt 16.54 Uhr, also bald 17 Uhr. Wobei ich habe es zum Mittag neu aufgefrischt.
Auf jeden Fall Fred, den Feuersalamander, der hier lebt zurzeit, kann ich euch jetzt nicht zeigen, leider, weil der versteckt sich da. Ihr solltet die auch nicht so oft angreifen. Das heißt, wenn die dann reingibt im jungen Alter, lasst sie am besten einfach versteckt und öffnet so wenig, so selten wie möglich die Verstecke. Einfach nur einmal am Tag am besten, um zu schauen, wie es ihnen geht, ob sie noch leben, vor allem am Anfang. Das ist sehr wichtig. Ja, dann ist das halt das Erstgehege, weil ich sage, beabsichtige jetzt Erstgehege. Denn natürlich ist das jetzt nur für den Anfang. Wenn ihr die da weiterhin behalten wollt, kauft euch einfach ein Terrarium. Ein größeres, Minimum für ein Pärchen, 80x50, für ausgewachsen. Ich würde euch aber ein bisschen größer empfehlen, weil desto größer, desto wohler fühlen sich die Tiere. Also ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr die Materialien am besten nicht aus dem Wald holt. Auch nicht aus eurem Garten, wenn es geht. Wenn ihr wisst, dass ihr in eurem Garten keine Amphibien oder so habt, könnt ihr das schon mal machen. Aber ich würde es euch nicht empfehlen, weil ihr vielleicht kennt ihr den Basalpilz. Das ist einer, der die Amphibien auffrisst. Und der hat schon viele Feuersalamander und generell Amphibien-Dinger zerstört. Also, Entschuldigung, das Wort fällt mir nicht ein. Populationen, viele Amphibienpopulationen zerstört. Weil er sich halt in der Haut ansiedelt und der kann eine Weile im Waldboden überleben. Und wenn ihr selber Amphibien im Garten habt, kauft am besten Moos, Laub, Erde, alles im Tiergeschäft, weil da könnt ihr euch sicher sein, ist kein Basalpilz drin. Und ganz wichtig, keine Blumenerde, weil da sind Giftstoffe, beziehungsweise für die Amphibien Giftstoffe, weil das ist Dünger und das vertragen die nicht. Und ja, das habe ich euch im heutigen Video schon gezeigt. Hier ist die Schwester von Fred. Fred schon ein bisschen anders aus, weil er schon an Land ist. Aber ja, dann würde ich auch sagen, das Video endet jetzt, weil es ist schon ziemlich lang. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr noch ein Video sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen habt, was euch brennend interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann, ja, hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Abend und tschüss.